Ende des Jahres werden 1 Million Menschen nach Deutschland geflüchtet sein. Vielleicht sogar mehr. Und reflexhaft haben die Rechten sofort gesagt, als sie mitgekriegt haben, oh, das werden aber ganz schön viele Flüchtlinge, wir dürfen keinen mehr aufnehmen. Wir dürfen einfach keinen mehr aufnehmen. Das sind alles furchtbare, schlechte Menschen. Die essen unsere Kinder. Und die Gegenseite hat ebenso reflexhaft gesagt, nein, wir müssen immer mehr aufnehmen, denn das sind total gute Menschen. Immer wenn man einen Flüchtling umarmt, hat man 3 Wünsche frei. Und das Problem an dieser Argumentation ist, man wird sehr, sehr schnell enttäuscht. Und das passiert seit einigen Wochen und seit einigen Monaten immer wieder und immer häufiger, dass Menschen merken, oh, die sind ja jetzt gar nicht alle toll. Ja, also das ist wirklich furchtbar, dass die so undankbar sind. Da geben wir diesen 500 Leuten da bei uns im Dorf eine Turnhalle, da können die sich mal richtig austoben, da hat jeder seine 2 Quadratmeter. Ja, und da können die sich mit den anderen austauschen. Ja, was hattest du denn für ein Kriegstrauma? Ja, aber nein, es reicht nicht. Mehr, mehr, mehr. Ja, der Syrer ist vom Stamme Nimm. Da bin ich wirklich enttäuscht. Man könnte auch mal dankbar sein. Du, da werden die noch aggressiv. Hatten die Rechten doch recht. Ja, ich denke schon, man sollte die behandeln wie Tiere. Das einzig stichhaltige Argument, warum man Flüchtlinge aufnehmen sollte, ist doch zu sagen, weil wir es sein könnten. Wenn bei uns in unserem Land Krieg wäre und wir alles verloren hätten und eine völlig neue Existenz aufbauen müssten, wäre es doch voll schön, wenn dann die Menschen zu uns sagen, herzlich willkommen. Und herzlich willkommen in Deutschland heißt erstmal nur, das Loch, in das ich da gesteckt werde, wird nicht angezündet. So, wenn wir das als Baseline haben, das wäre doch schon fantastisch. Die Grundfrage muss doch sein, warum ist unser Leben wertvoller als das der anderen? Es ist ja Zufall, dass wir als Deutsche geboren worden sind. Wir hatten einfach sehr, sehr viel Glück. Die Chance, als Deutscher geboren zu werden, ist sehr gering. Die liegt ungefähr bei 1%. Die Chance, nicht Deutscher zu werden, liegt bei 99%. Wir haben quasi 3-mal hintereinander eine 6 gewürfelt. Aber dann können wir uns doch nicht ernsthaft an die Grenze stellen und sagen, so Flüchtlinge, wir machen die Grenzen dicht. Und die Flüchtlinge fragen völlig zu Recht, ja, aber warum habt ihr denn ein besseres Leben verdient als wir? Und dann sagen wir, ja, weil wir 3-mal hintereinander eine 6 gewürfelt haben. Ja. Ja, aber man muss Ängste ernst nehmen, wird dann immer gesagt. Ja, und leider muss man das wohl. Aber bei vielen heißt Ängste ernst nehmen einfach nur, wir müssen Ängste bekräftigen. Ja, stimmt. Der Syrer ist wirklich Kinder. Da müssen wir aufpassen. Das führt zu Hass und zu noch mehr Rechtsradikalismus. Wenn, angenommen, ich habe ein Kind und mein Kind hat Angst vor einem Monster unterm Bett, dann nehme ich die Angst meines Kindes nicht ernst, indem ich sage, ja stimmt, da ist wirklich ein Monster unter deinem Bett. Okay, guck mal, wie du durch die Nacht kommst. So, dann hilft es aber auch nicht, wenn ich zu meinem Kind sage, nee, du bist bescheuert, das ist alles Quatsch. Eine Angst ernst nehmen hieße zu sagen, ach Mensch, wirklich? Ja Mensch, dann gucken wir mal gemeinsam nach, was ist denn da unter deinem Bett? Und siehe da, da ist nichts. Und genauso könnte man mit diesen ganzen besorgten Bürgern sagen, ach Mensch, wirklich? Ja, da gucken wir doch mal unters Bett. Und siehe da, da ist kein Syrer. Ja, oder da ist ein Syrer. Ja, und dann denkt man sich, Mensch, was macht denn der Syrer da unter meinem Bett? Was will er denn? Ja, wie heißt du denn? Ja, stellt sich heraus, heißt Mohammed. Ja, Mohammed, das ist ja witzig. Ja, ist ja fast so, als würde ich Jesus heißen. Und schon hat man eine gemeinsame Ebene, Humor. Ja. Und auf einmal stellt man fest, Mensch, das ist ja gar kein Flüchtling, das ist ein richtiger Mensch. Deshalb fast so wie ich. Ja, so, das wäre doch schön. Das heißt Ängste ernst nehmen. Was ist denn die größte Angst der Leute? Die größte Angst ist, dass sie was weggenommen kriegen. Ist doch Quatsch. Da klingelt doch keiner und sagt, geht von Haustür zu Haustür und sagt, so, sie müssen jetzt leider ihre Wohnung räumen, hier kommen Flüchtlinge rein. Keiner sagt, sorry, den Arbeitsplatz können Sie leider nicht behalten, das kriegt jetzt ein Syrer. Das alles passiert nicht. Die frohe Botschaft ist ja, man kann genau das ignorante Arschloch bleiben, das man immer schon war. Das ist doch toll, oder? Denn wo merkt man dann ernsthaft, dass es überhaupt einen Flüchtlingsstrom gibt? Außer an Hauptbahnhöfen, außer wenn man sich für das Thema wirklich interessiert, außer wenn man dahin geht, wo es ist. Ab und an sieht man mal einen Flüchtling. Das war's. Mehr wird nicht passieren. Man kann das ignorante Arschloch bleiben. Warum sagt eigentlich niemand, wir müssen die Mutigen ernst nehmen? Das wäre doch mal schön, oder?